Tacloban City, Hauptstadt der Provinz Leyte. Die Behörden beziffern hier die Anzahl der Toten auf ca. 10.000. Viele sind noch vermisst. 4,3 Millionen Menschen sind obdachlos. Ich bin sehr bestürzt vom Zustand der Stadt Tacloban und dem Umfeld der Stadt Tacloban, denn die Aufräumungsarbeiten sind weit hinter dem, was ich nach 3 Monaten erwartet hätte. Ich glaube, die Menschen waren so geschockt, dass sie mal wochenlang nur um das nackte Überleben gekämpft haben, um Wasser, um Nahrung, und darum ist alles andere liegen geblieben. Andererseits sehe ich die ersten Lichtblicke. Man beginnt daran zu arbeiten, man beginnt wieder aufzubauen. Eine Werkzeugkiste oder ein Fischerboot bedeuten hier den Aufbau der Existenzgrundlage für eine von 500 Familien, die SOS in dieses Programm aufgenommen hat. Die Ruhe am Strand von Tacloban ist trügerisch. Die notdürftig gebauten Hütten sind keine Alternative. Wir sind auf der Suche nach geeignetem Bauland für die Taifunopfer. 10 Kinderhorte oder Child Care Spaces sind quer über die Stadt Tacloban verteilt. Wir betreuen dort ca. 1000 Kinder. Spielen, singen, malen und schreiben helfen, die traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Wir betreuen 42 Waisenkinder und unterstützen sie dabei, bei nahen Verwandten oder Freunden leben zu können. Gleichzeitig sind wir auf der Suche nach weiteren Kindern, die unsere Hilfe dringend benötigen. Ein Großteil der Hermann-Gmeiner-Schule ist noch gar nicht benutzbar und schon gar nicht die Unterrichtsmaterialien. Dennoch ist seit Mitte Jänner der Schulbetrieb für fast 800 Schüler wieder aufgenommen worden und wir hoffen auf baldigen Wiederaufbau und vielleicht sogar auf eine Erweiterung um eine weitere Schulstufe. Die Kinder von Tacloban sollen wieder spielen und lachen können. Viele von ihnen schauen noch ängstlich in die Zukunft und brauchen noch Zeit, um die traumatischen Erlebnisse verarbeiten zu können. Reichen wir ihnen eine Hand.